Jetzt hat nur noch der Sonnenschein gefehlt und der Wind, der die Mähne des Pferdes so zur Seite bläst. Tue ich gleich schon bei dir dich umbringen. Tommaso di Viterbos. Oh, meine Hand ist blutrot. Jetzt nicht mehr. Du kannst keine Erfahrung mit Assassinen haben, sonst wärst du schon tot. Ein Erfolg freigeschaltet. Kommt her! Habt ihr gerade hoffentlich gelesen? 5 Wochen innerhalb von 10 Sekunden. Sua Signoria Cesare Borgia möchte alle Römer einladen, die Macht der neuen Kriegsmaschinen zu bezeugen, die der große Maestro da Vinci geschafft hat. Der Feldzug in der Romagna mit Er flieht, das ist doch... Das ist nicht wahr! So nicht. Nein, mein Schatz, das Pferd ist weg. Ich bin auf Versehen hier drauf gestiegen. Ich brauch dich aber nicht. Schwinde! Schwinde! Tierquäler. Was wird die Peter wohl dazu sagen? Wir holen uns den Bastard!
So macht man das. Ich habe in Erinnerung, dass hier doch mal eine Glyphe, da ist sie doch. Dass da ein Turm eine Glyphe war. Den habe ich schon mal gesehen. Alter! Keine Gnade für euch! Das geht nicht. Sind wir wieder hier? Sonst. Jetzt können wir aber an die Glyphe ran. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ich hab's doch schon längst. Was ist denn der Steg hier? Da ist der Steg. Jetzt haben wir schon fast die Hälfte aller Aussichtspunkte. Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. Ah, in diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Bei der Verringerung des Bekanntheitsgrads nicht entdeckt werden bis zum Treffen mit La Volpe in der Diebesgilde unentdeckt bleiben. Machiavelli zusammen mit La Volpe belauschen. Doppelagent.
Ich will nicht sterben. Weiß sieht auch gut aus. Mit dem Outfit. Das sah so gut aus, den ist das aufs Stunt gefallen. Vor Erstaunen. Voller Beeindruckung. Das ist jetzt die dritte Erinnerung der Hauptstory. Ich bin schon so fortgeschritten, was das Renovieren angeht. Ah, da ist er. Und was haltet ihr davon? Er hat bestimmt doch wieder einen verschlüsselten Brief gekriegt. Alles ein Missverständnis. Hilfe! Volpe, mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Lasst ihn nicht erschießen. Statt dass der Vater seinem Sohn Silber hilft. Na. Das war's. Nee. Verliert ihn nicht schon wieder! Schnell, sucht ein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Anschließend. Muss ich ihn Dieb zeigen, wie man untertaucht. So, geschafft. Claudio! Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Herr
So, erstmal den Steckbrief. So, ein Plakat. Die haben mich hier noch nie mit Robe gesehen, mit Kapuze gesehen. Und trotzdem unglaublich. Ich sah vorhin einen Hund etwas fressen, das aussah wie ein Schlachtvergnügen. Der Assassine, der unsere ewige Stadt heimsucht, wurde in der Nähe gesichtet. Seid wachsam, er muss gefasst werden. Amüsier dich mit den Kurtisanen hier. Aufgrund des erneuten Auftretens der Malaria im Campo Marzio wurden die Restauration zu Reinigungsarbeiten. Nach Wolpe weiter Diebesgill treffen. Ich habe damit auch nichts zu tun. Unser Pferd wartet da immer noch. Das ist cool. Wohl, weil es nicht so weit entfernt war. Was war das für eine Nacht? Es war Tag. Hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren. Aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein.